Ja, huhu, hier wieder mein Quali und ja, es geht los. Ich sitze im Auto, es geht jetzt los zu Nordkorn. Auto vollgepackt mit Jaggerzeug und anderem Krams. Jo, fahr zuerst den Metal Nerd Shadow in Duisburg abholen. Hoffe, das klappt auch alles so wie es soll und ich melde mich dann wieder, vielleicht aus Duisburg, vielleicht auch von der Con. Mal sehen. Auf der Fahrt werde ich wohl nicht filmen. Ne? Gut, bis später. So, wir sind jetzt hier auf unserer Fahrt Richtung NerdCon, der größten einzig wahren. Ein Justicon gefunden. Ja, ein wildes Justicon erschienen und stieg ein bei fremden Leuten. Sind Pokéball nicht ausgewichen? Nee, ich mag Pokébälle, die sind so bunt. Ja, jetzt geht's zur einzig wahren Con, dieses Wochenende. Ich weiß auch nicht, warum Leute zu so komischen Videospielveranstaltungen gehen. Ich meine, neumodischer Kram. Jo. Ja. Hier läuft guteste Musik und Ampeln. Ampeln laufen sehr gut. Over and out, I guess. Tag 7 auf unserer langen Expedition. Wir sind immer noch auf der Suche. Wir haben Hunger! Nach den tiefen alten Geheimnissen dieser seltsamen Gegend. Alles hier wirkt grau und... Heilige Messe! Fast. Drei Stück an einem Tag. Wir haben seltsame religiöse Riten von Ureinwohnern entdeckt. Ich kann nicht erst bleiben, wenn ich diese Aufnahmen mache. Ich wünsche allen Zuschauern viel Spaß bei der Show. Könnte das das Ziel sein? Sind wir vielleicht gleich da? Haben wir es geschafft? Haben wir Duisburg hinter uns gelassen? Sind durch die elende Pampa und haben es geschafft, den St. Michaelsturm, den heiligen Gral des Rollenspiels im 21. Jahrhundert zu finden? Mit der größten, wunderbarsten und spektakulärsten Con, die die Welt je gesehen hat. Ich bin ihr Jules Große, aka Justicon, und ich bleibe für sie dran. Ja, sehen wir's? Sehen wir's? Kommt's? Das ist die Pampa, von der ich sprach. Oh mein Gott, hier ist ja gar nichts. Doch, Internet gibt's hier. Oh mein Gott. Schöne Wiesen. Ja, hier kann man Justicon frei trollen lassen. Sie haben ein Feld, wo dich niemand schreien wird. Und ist es hier? Ist es hier? Sind wir da? Sind wir da? Sind wir schon da? Oh, guck mal, da ist sogar ein Aufsteller. Ein Aufsteller! So, wir haben es geschafft. Over and out. Das war's von der Fahrt. Schön mit Öl. Goodbye, Humans. Gott, die Feste. So, hier ist der Turm, der ganzen Sache hier den Namen gibt. Hier geht's gleich rein, wie man schon sieht. Da ist der Monster. Ich hab gute Laune. Und der Pingu. Die Pingu. Guten Tag. Da arbeitet sie, die Orga. Wuhu, Orga! Nein, warte, Teile der Orga arbeiten nicht, die filmen gerade. Das ist auch Arbeit. Siehst du, wie ich schwitze? Das ist die PR-Arbeit. Das könnte man auch mehr machen. Ich wurde nicht gefragt, ob das so richtig ist. Möchtest du ein YouTube-Star werden und deine Seele verkaufen? Das nennt man heutzutage Influencer. Ganz sicher nicht. Das Problem ist, das ist schon passiert. Du bist jetzt im Internet. Grüß deine Mutter. Das bin ich seit Grüß deine Mutter, verdammt! Ich bin seit drei Jahren aber von der Was funktioniert, Herr Monster? Ja, ich, wie immer. Du kennst mich doch. Wie war die Anreise? Beschissen. Warum? Weil deutsche Autobahn, weil 5 Millionen Leute nicht Auto fahren können und weil mein Navi 25 Kilometer vom letzten Schlag den Geist aufgegeben hat und ich improvisieren musste mit meinem Handy. Und wie ist hier? Und wie ist hier? Noch gemütlich, mal gucken, was draus wird. Noch. Ja, ich lass mich überraschen, da ich ja dieses Wochenende nicht spiele, sondern einfach nur hier bin.
okay. genieße ich einfach die gemütliche Zeit. Jo, und es ist auch direkt schon bei der Anreise direkt mal super GAU für Koalas. Koala kämpft mit dem Bordstein und seinem Auto. Wie ihr sehen könnt, der Bordstein hat gewonnen. Prima. Machen wir mal einen Blick aufs Buffett hier. Bevor gleich der ganze klassisches, leckeres Abendessen. Und hier sieben schon die Runden aus. Uhu. Ein rarer Saal. Mit Zylinder. Ja, gut, Herr. Und da hinten klüngeln sich die Raucher, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich da. Sehe noch keinen Rauch aufsteigen. Doch, ich eben noch schon. Noch keinen Papst, oder? Ja, es sind nicht nur Raucher. So, Zimmer. Hab Gott sei Dank ein Einzelzimmer, habe ich meine Ruhe. Wenn es dann heute Abend spät wird. Bad. Alles sehr schick. Und jetzt geht's gleich zur ersten Runde. Ich nehme mich mal mit. Der Koala geht mit. Und auch was zu trinken geht mit. Der Blick in den Flur. Einer von ein paar Fluren. Die sind alle belegt hier, die Zimmer. Alle mit Nerdpolern von. Hier. Dann ziehe ich raus. Das Treppenhaus nach unten. Super Sonnenuntergang, da kann man es wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen. Schick. Und dann werden wir jetzt noch ein Fate spielen. Übrigens, ich will hier die ausgehängten Runden zeigen. Erste ernüchternde Sache beim Rundenverteilen. DSA will keiner spielen. Alle DSA-Runden nicht voll. Und ich bin jetzt gleich im Sonnensaal, Tisch 3 mit Turbo Fate. Los! In den Westblick wollen wir nicht, sondern hier einmal quer durch. Da hinten geht es in den Turm rein, da sind wir aber auch nicht. Das ist der. Ich gehe mal jetzt mal trotzdem mal hin. Gucken wir mal, wie weit der Umbrian seinen. Umbrian hat natürlich so eine Umbrian-Nische bekommen. Hier geht's hoch in den Turm übrigens. Da ist die Umbrian. Die Umbrian ist da. Umbrian baut noch auf. Hat seine eigene Nische hier. Ist auch. Man Cave. Ja. Stuff. Das heißt, sie kommen heute in die Hölle hier, oder was? Es ist der Lama-Planet Hydra 5, natürlich. Oh. Of course. Und Aegis Defense Line, genau. The Run. Ja, da kommen gleich ein paar Imps hinter. Und die Spielercharaktere wurden von einem Inquisitor beauftragt, da mal nach dem Rechten zu schauen, weil ein gewisser Gouverneur, so der Sammler, bekannt unter seinen Kreisen, einige kuriose Xenos-Artefakte hat und was? Natürlich. Und sie sollen herausfinden, was er denn da hat und was davon so gar nicht sanktioniert ist von der Inquisition. Und darum geht's. Was sagst du zur Location, Umbrian? Geil. Location ist der Burner. Ja. Ist der absolute Hammer, ist die Location. Gefällt mir sehr, sehr gut. Jo. Und wir suchen jetzt mal den Sonnensaal. Ich finde das ja auch hier ziemlich cool. Eigentlich müsste man hier mal so nachts irgendwie hier eine Runde Werwolf oder sowas. Schon cool. So, wir müssen hier raus. Und nach rechts abbiegen. Da drüben ist das kaputte Koala-Auto. Immer noch kaputt. Und hier geht's dann in den Sonnensaal hinein. Guck mal, da sitzen sie schon alle ganz gespannt. Nein, mein Plot. Geh weg. Wollt Plot klauen. Willst du mal spinken? Lass mal spinken.
Ihr habt keine. Ihr habt keine Chance. So, hier der leere Tisch ist meins. So, noch nicht ganz leer. Hier sind schon Streber-Spieler schon da. Sehr gut. So, und hier drüben, was gibt's hier? Hier gibt's The Golden Sea von Red Hound. Mit dem Rarasal und den Kartenkrippen. So. Mit Würfeln, das scheint ein Würfelsystem zu sein. Ja, aber mit wenig Würfeln. Das beste Spiel in einem Setting, wo irgendwie die Leute Musik mögen oder so. Wie war das hier mit dem Tanzsystem? Bitte? Er ist das Tanzsystem. Sea Dracula, das beste Tieranwälte-Tanzrollenspiel. Quasi? Ja. Willst du der Erste sein? Für was? Der Erste für was? Das ist geil. Bin gespannt. Ich bin der Erste für mein Nerdcon-Freundebuch. Wow. Ich bin ein Freund. Ja. Wer ist mit dir befreundet? Niemand will mit dir befreundet sein. Doch. Ich hab's hier. Da. Ich bin der erste Freund, so. Das ist der einzige Haken im Haus. So, wir melden uns später wieder. Tschüss. So. Na, Fianz. Alles cool hier, kommt hierher. Was spielst du? Ich spiele gerade eben Wechselbike und ich spiele gerade eben einen der emotionalsten Satyre, den es gibt, der unbedingt dafür sorgen muss, dass die Ehe zwischen zwei Personen noch besser wird. Ja. Da ist der Onkel Max. Der spielt nicht, weil er nämlich stattdessen lieber Regelwerke liest. Und es sich gut gehen lässt. Ja, das ist richtig. Und auch das kann man hier chillen, Füße hoch, Regelwerke legen, lesen. Oh, das ist eine Begrüßung. Aber den Volta ist auch nicht schlecht. Die Volta sind alle unter dem Tuch. Oh. Was ist los hier? Hier wird was gespielt? Hier wird Cthulhu gespielt. Cthulhu gespielt? Ja. Und wie ist es? Gruselt ihr euch schon? Effizient. Noch nicht, aber nicht. Äußerst effizient. Wir sind auf dem besten Wege. Äußerst gut geführt. Äußerst gut geführt. Das ist meine Firma. Ah. Kanzlei Schmidt. Schmidt mein Name. Ja, ja, ja. Chef hat alles im Griff. Okay. Wie immer. Wie immer. Keine Gedanken. Hier sind die Hexen unterwegs. Ja. Ja. Deshalb habe ich ja gesagt, immer die Spieler mit ihren doofen Fragen. Ne? Es gibt keine Mist. Doofen Fragen, nee, aber Antworten. Live long and prosper, Enigma. Richtig. Zur Erinnerung. Ist das neue Shuhu? Schuhu! Schuhu! Das ist schon ein bisschen gruselig. Ja. Und es bleibt gruselig. Ja, wir haben es jetzt so spät. Kurz Pause. Oh, aber keine Sorge. Zwergpaladin. Wie viel Uhr haben wir es? Erstmal seit 3 Stunden entspannt. 1:09 Ich glaube, alle Runden außer Umbrians. Der Umbrians-Runde ist auch vorbei. Jetzt endlich, ja. Auch nur 1,5 Stunden überzogen. Ja. Und ich hab noch gerafft. Ich hab ein Drittel ungefähr komplett gekackt. Ich auch. So, wer hat gewonnen? Die Orks oder die Spieler? Meine Spieler haben eigentlich nicht mal den Plot gespielt. Wir haben nur so einen Random-Account, das über 3 Stunden geil gezogen hat. Das war ultra geil. Also es muss ja das Beste, bei der Runde waren die Kampagnenkarten. Also jeder Spieler kriegt am Anfang eine zufällige Kampagnenkarte, wo ein cooler Shit drauf ist, keiner weiß, was drunter ist. Und Evil hat halt gehabt, wähle einen deiner Feinde aus und er wird zu deiner persönlichen Nemesis. Du kriegst dafür dann auch Zornpunkte, also quasi so Hero Points dazu und der Gegner wird quasi geupgradet. Und das hat er halt auf einen Ork-Boss gemacht. Er hat ihn quasi zu einem War-Boss geupgradet und er war dann echt ein harter Ficker. Also, ja, krass. Ja, mit harten Verlusten und so. Der Kampf war super episch. Das war der Wahnsinn.
willkommen hier auf der NerdCon beim Nerdquiz. Ich habe meine absolute Boshaftigkeit walten lassen und 6 schöne Kategorien mir ausgedacht mit entsprechend jeweils 5 Fragen. Ihr kennt das ähnlich von Jeopardy, zur Erklärung einmal. Es gibt halt 100, 200, 300, 500 und die 800-Punkte-Frage. Ich sag mal so, die 100-Punkte-Frage, jeder, der die Überschrift verstanden hat, sollte die beantworten können. Ja? Also ich nicht. Die 800-Frage ist schon so extrem special interest. Teams, die ich dann auch entsprechend nach vorne tue. Und zwar einmal haben wir Kako und Rash Jackson als Team Blau wie das Meer. Ja, klar. Ja, sicher. Spielt der Ton, das Tonmonster auch mit? Das Tonmonster nicht, das Puzzle nur. Ihr dürft einmal entsprechende Initiative für euch würfeln. Ja. Du wirfst es besser als ich im Zweifel. Du bist? Eine 17. Sehr gut. Geht nicht darum, wer quasi die Wahl der ersten Kategorie in der Frage hat. Und ihr bekommt jeder einen Publikum. Dann das zweite Team, was wir haben. Bio-Ing und Gurke als Team Bio-Gurke. Oder alternativ könnt ihr euch hier nebeneinander auch, können wir 6 Stühle hinmachen, dann können wir es auch so machen, weil wir filmen ja nicht so. Passt das auch? Wir so, filmen ja nicht, ja. Geil! Wir spielen schon heute mehr Rolle. Da hinten kommen übrigens die Punkte rein, nicht was die gewürfelt haben. Aber das ist gleich für Sortieren. Da machen wir auch nach den höchsten, deswegen filmen wir auch. Ja. Und das dritte Team ist Evil und Moon, die als Team Evil Moon. Elektroschocks, wenn man den Erfolg hat. Ja, für wie viel? 900 bitte. Okay, 900 für 200. Tam-tam-ta. Wie hieß das letzte Monats-Themen-Event des Nerdpools in diesem Sommer? Summer Jam ist vollkommen richtig. Wir haben gewonnen, oder? Ja, wir haben einen perfekten finalen Punktumschlag. Auf Platz 3. Ja? Haben wir Team Blau wie das Meer mit minus 1000 Punkten. Sonne. Die Nerds sitzen tatsächlich teils in der Sonne. Man mag es nicht glauben. Vielleicht gucken wir ein bisschen beim Juggern zu. Doch. Ab. Jetzt.
Der einzige ist so gut, man kennt es schon sehen, der hat schon was probiert. Ein ganz anderes Handling. Wechselt ihr bitte auch mal durch? Alter! Ah! Ja! Ja, ich muss. Man muss ein bisschen aggressiv, ich merke das schon. Ja, das ist schon ein bisschen. Grün ist die Hoffnung. Das ist cool. Das ist cool. How it works. So. Warum hilft er denn jetzt nicht seiner Freundin? Nun zeigen wir Ihnen die Süchtigen des Nordpol. Die Raucherklicke. Hier sind die Süchtigen. Hä? Suchtanalyse auf der Nordcon. Suchtanalyse, jawohl. Gute. Wie gefällt es dir bisher? Super geil. Super geiles Feeling. Schönes Wetter, schöne Leute. Also. Hat nicht so den übrigen Con-Stress, den ich sonst aus der RPC kenne, muss ich sagen. Man hat einfach mehr Ruhe. Und gut, auf der RPC bin ich morgens immer nur hingefahren, abends heim. Das war, und hier hast du dann wirklich mal den ganzen Tag zwischendurch mal zu quatschen und dann wieder zu spielen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Also sehr weitläufig, man kann sich auch gut zurückziehen. Ja, genau. Und so. Genau. Man kann sich auch mal in kleinen Gruppen zurückziehen. Da hinten wird jetzt außerplanmäßig ein bisschen Jump gespielt. Super Sache. Macht richtig, richtig viel Spaß. Cool. So zocken. Mischka meinte ja, die spielen Wir sind John. Alle sind John. Fragen wir doch mal, ob das hier. Im Namen der Krone, das ist gestattet. Er hat unseren Pilzmantel zerstört. Er hat unseren wunderschönen Pilzmantel. Nein, tötet. Das ist ein Pilzmantel! Ich zünde den Laden an, bevor ich gehe. Das ist dafür, dass ihr den Sportladen kaputt gemacht habt. Dein Geld ist für den Kapitalismus. Lass mich das machen, ich mach das. Gegen die Ökologie. Gib mir den Kraft. Und fange mit dem Geld an. Ich bin ebenfalls sportlich. Ich kann die Leiche wegschaffen. Ah, ich nehme die Geldscheine und esse sie garantiert nicht. Er brennt den Laden. Wer erzählt, dass es Leichen ist, das ist Fake News. Und das nachdem er das ganzen Laden mit Feuerlöscherschaum macht. Siehst du auch ein Feuerzeug liegen? Es ist sehr chaotisch, habe ich das Gefühl. Hier ist ein kleines Zimmerchen, in dem sich der Enigmon zurückgezogen hat. Weil der Enigmon muss noch Charaktere bauen für seine Runde, ne? Ja. Und was wird's? Jetzt letzter Charakter für die Runde. Es wird eine Toreador-Organisatorin für Südart. Oh. Und was hast du bis jetzt schon? Ich habe bis jetzt schon hier oben ein Nosferatu-Schnüffler mit tierischer Unterstützung. Ein Sentru-Boxer, um mal zu zeigen, Konzepte kann man quasi jedem klar spielen. Ich. Ja. Ein Tremere-Hexer aus dem Haus Kana. Nice. Und eine Gangrel-Fremdenführer. Nice. Natürlich mit Namen und. Und kannst du was zum Plot verraten schon? Ja, es geht darum, aus dem ehemaligen Tremere-Gildenhaus in New Orleans oder vielmehr aus deren Vorgarten einen kompletten Baum zu besorgen, in den die Geister gebunden sind. Und die Spielercharaktere müssen alles irgendwie hinbekommen, diesen Baum zu fällen und abzutransportieren, ohne dass die Geister ihn zu finden. Cool. So, ich werde es noch nicht so laut reden, sonst werden ja noch eventuell Leute mit. Fies, fies. Ja. Wie findest du die Karten bis jetzt? Sehr gut. Noch nichts weiter. Ich war froh, anzukommen. Nee, also sehr gute
Location hier. Kann ich jedem nur empfehlen, der das Video sieht. Seid beim zweiten Netcon dabei. Wenn es denn eine gibt, ja. Das war quasi dann die Anfrage. Ja, guck mal, also hier. Je mehr Interesse da ist, desto wahrscheinlicher ist es auch. Hier ist der Justicon. Justicon, wie findest du es bisher? Sonst okay. Das ist ganz okay. Komm. Also, ne, es ist wirklich. Kann man mal machen. Es ist dieses schöne, die Leute treffen Gefühl, das wir von der RPC kennen, allerdings potenziert mal 100. Ja. Es ist dieses, dann auch noch, wenn man es denn mag, in den gleichen Zimmern zu schlafen und dann abends noch Bettgeflüster zu haben, quasi. Und aha. Dann hier morgens am Frühstück, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Erlebnis und ich finde das, schweißt das Community auch nochmal fester zusammen als sowieso schon. Das gefällt mir sehr. Ja. Gefällt mir auch sehr gut, dass wir quasi hier keine Außenseiter groß haben. Irgendwie. Ja, ist angenehm ruhig einfach. Ja. Ja, alle verstehen sich, alle quatschen mal mit allen und so, das ist ganz nett. Ja. Das also funktioniert sehr gut, finde ich. Ja. Spricht für unsere Community. Ja. Von so vielen spricht so einiges. Und was spielst du heute Nachmittag noch? Ich spiele jetzt gleich Wechselwerk der Traum bei Feder. Ja. Und dann heute Abend Shadow und Rupel Nikon, der hier sitzt. Yay! Und hier haben wir jemanden, der ganz wenig auf dem Nordpol noch unterwegs ist, ne? Ja, ich habe erst eine Online-Spielrunde mitgespielt. Und dann schon auf der Con? Ja, weil der Pio ja schon länger da unterwegs ist. Der hat gesagt, komm mal mit. Die beiden haben uns Jugger beigebracht heute. Das war ganz rückig, genau. Richtig cooler Sport. Ja. Und wie ist die Con generell so, wenn man keine Leute kennt? Ja, ist schon ein bisschen komisch, aber ich finde, man kommt irgendwie mit jedem ins Gespräch, mit dem man, wo man am Tisch sitzt oder mit dem man spielt. Und dann auch in den Pausen quatscht man nochmal. Ist ganz cool. Und was wird heute noch gespielt? Ich spiele jetzt gleich noch die Wechselwaldrunde und heute Abend Shadowrun. Ja, spielst auch beide. Das ist hier, eine Shadowrun-Wechselbike. Konglomerat. Konglomerat, genau, ja. Cool. Ja. So, hier ist der Beru. Den kennt ihr alle von Mert bestimmt. Ja, vom Mengen der Rollen. Wenn ich dann definitiv kommen, 9. November oder 4. Freitag im Monat. Wenn ich nicht gerade so wie gestern hier bin und es um eine Woche verschiebe oder im März auch im September arbeiten muss, guckt einfach auf die Homepage. Ja, und der leitet gleich Private Eye. Hier liegt das Buch schon auf dem Tisch. Und eine riesige London-Karte. Kannst du schon was zum Plot verraten? Der Plot ist eigentlich ein Poirot-Abenteuer. Es geht darum, dass in Notting Hill ein Anwalt tot aufgefunden worden ist. Die ersten Indizien deuten auf einen Selbstmord hin. Was geht denn hier ab? Ach, hier werden, werden Tava-Charakterbögen ausgeführt. Ich habe gerade gemerkt, ich habe alles abgeschrieben und ist alles falsch. Ist abgeschrieben? Auf eigener Also, ich habe nicht gesagt, dass ich das gelernt habe. Das hast du vorausgesetzt. Tava hat nämlich für alle so einen Charakterbogen mit. Den müssen wir alle ausfüllen und dann macht sie was weiß ich was damit. Irgendwo ist auch eine Frage mit Kontodaten und so. Wollen Sie Ihre Seele verkaufen, eine Waschmaschine kaufen, eine Versicherung abschließen? Ich weiß nicht. Was das mit Rollenspiel zu tun hat, ich bin so ein bisschen skeptisch, aber ich will schon seine Richtigkeit haben. Ja, Rollenspieler sind ja sehr gutgläubig. Ja, auf jeden Fall. Hat er schon abgegeben? Ach, dann muss ich auch noch. Ich hab keine Rolle. Hier nehmen wir auch Bart noch. Nein. Was haltet ihr denn bisher von der Con? Super. Das ist total ziemlich cool, ja. Ist total doof, mag ich gar nicht. Magst du gar nicht? Nee, das ist kacke hier. Ich mag die Leute gar nicht. Die nerven alle, vor allem der. Die alle. Schmeißen, schlafen sich gar nicht. Ja, und? Okay. Hallo, Taylin. Hallo. Vampire the Masquerade V5 T-Shirt. Genau. Perfekt. Ja. Ich will auch so eins. Hatte ich bekommen, nachdem ich auf das Spiel geleitet habe. Ja. Wie gefällt dir die Con bisher? Fantastisch. Was ist das Beste, außer Umbreon? Ja, wir können nicht, das gewinnt er. Ich finde die Atmosphäre klasse, die ganze Organisation, wie die Spielrunden aufgezogen sind, die Pausen, dass man auch Zeit hat, miteinander zu reden. Der Auftritt ist total cool, das Essen schmeckt. Man hat ein nettes Zimmer. Wetter ist so perfekt. Kann eigentlich nicht mehr besser. Juhu! Perfekt. Ich war jetzt auf vielen Cons, 3 Stück in den letzten 5 Wochen. Das hier ist im Moment die beste. Ah. Hey. Sehr gut. Spaltertisch hat nicht mitgemacht. Seid ihr die populäre Front? Ich hab die
wir sind individuell. Wir schließen uns nicht einfach so dem Mainstream an. Seid ihr die jüdische Volksfront? Nein, nein, wir sind doch von Judäa! Ein flotter Feger. Ein flotter Feger bist du? Oh. Ferion! Das machst du klasse! Was geht das denn? Was geht denn hier? Zarellas Backkunst wurde nachempfunden und Pedro hat sie für gut genug gefunden. Danke euch. Das ist auch für Koali zum Testen. Auch für mich zum Testen. Wenn man das essen. Wenn ich gleich sterbe, wisst ihr, wenn ihr diese Aufnahme seht. Also Standardgröße, die passen mir schon nicht, wenn ich irgendwo mal gucke. Kaffeepause, schmeckt? Ja. Schmeckt. Und hier, ihr drei, wie geht's euch heute so? Gut geschlafen? Nein, aber das ist nichts Neues. Wie ein Baby, wie immer. Ja, schreien und Blut getränkt. Wie ist die Kuchen? Die Kuchen. Haha, wie ist die Con? Kuchen. So ist er leicht weit. Ich habe Rex gespielt. Und war's gut? Ja. Würde ich wieder spielen. Endlich mal festgestellt, dass viele Leute viel größer sind, als ich dachte. Zum Beispiel? Wir sind gleich auf dem Bildschirm. Umbrin zum Beispiel. Umbrin ist groß. Ja. Gut, vor Bio wusste ich schon, dass er riesig ist. Ich bin genauso klein, wie ich auch sonst immer erscheine. So, Tag 3 der NerdCon. Ein letzter Blick auf den Turm. Und ja, meinem Reifen geht's wieder gut. Und danke nochmal an Mischka und Max Monster fürs Helfen. Ja, heute wird nicht mehr gespielt. Nur noch lecker Frühstück gegessen und ein bisschen Zimmer aufgeräumt und Zeug aufgeräumt. Und dann ist schon wieder vorbei. War eine coole Zeit. Gehen wir nochmal rein und gucken mal, wer schon wach ist. Kannst du einen Zwerg mit Bier malen? Ja. Es sind nur Freunde. Ein Spielleiterschirm von Feder. Hast du es dir gefragt? Yeah. Hast du schon alle drauf? Nein, noch nicht. Ich glaube nicht. Ich muss mal zählen. Mal, wie viele sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mir fehlen noch welche. Ja. Ist das letzte? Ist das nur einer? Weil da halt drei Leute drauf sind. Ich glaube, das heißt Have Nice Dreams oder Kids Eyes Danke. Ich weiß es nicht, was steht da? Moment. Coole Sache. Hallo D-Rex. Hi. Letzter Tag NerdCon, ne? Ja, schade. Ne? Alles vorbei schon, wa? Viel zu schnell. Viel zu schnell. Wie war's? War super, hat viel Laune gemacht, haben viel gelacht, auch in den etwas ernsteren Runden. Sind sogar mal gestorben. Verdient wohlgemerkt. Ja, es gab TPKs, ja. Es gab TPKs. Ja. Die Streak von Kako und Reg zerstört, die sind bei mir nämlich nicht zum dritten Mal in Folge gestorben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da stolz sein drauf sein soll oder wir ob sind ich es. Traurig bin, weil ich den Streak kaputt gemacht habe. Hat aber alles in allem sehr viel Laune gemacht. Und sonst, wie gefällt dir die Con an sich? Würdest du es wieder machen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Location, super. Länger. Länger? Genau, länger. Warum nicht? Cool, cool. Und hier ist der Kagrim. Hey Kagrim, du hast nichts geleitet, ne? Nichts geleitet. Aber viel gespielt. Viel gespielt, viele neue Systeme kennengelernt. Schön war's. Schöner Einblick. Ein System wird jetzt auch aus dem One-Shot hier zu einem noch weiteren One-Shot online führen. Perfekt. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Cool. Haben wir hier Taylan. Du hast was geleitet. Oh ja, beim Tiny 5. Natürlich. Ja. Ja. Hat Spaß gemacht, war eine klasse Runde. Die Spieler waren begeistert, glaube ich. Und ja, wir haben dann San Antonio mal wieder gerettet. Yay. Yay, Dinger gerettet.
Und ansonsten, wie war die Kon so allgemein? Oh, ich fand sie klasse. Ich habe mal Changeling ausprobiert, ich habe mal selber als Spieler V5 gespielt, was was Neues war und hat mir sehr gut gefallen. Komm gerne wieder. Und du, Tava? Vollends begeistert. Vollends begeistert. Was hast du alles gespielt? Wechselball, Hexen. Gott, das war so viel. Das war doch das dritte. Ja, das ist viel Spaß. Ist das ein System? Ja. Das Leben. Das Leben, ja. Man muss ja positiv bleiben. Also auch hier alles gut, ja? Ja! Alles gut, ja. Außer, dass es jetzt schon vorbei ist. Übrigens, hier im Hintergrund spielt der Bio-Ink ganz viel Gitarre. Ich weiß jetzt nicht, ob man das laut hört. Zwergpaladin! Du bist ja auf den letzten Drücker noch reingerutscht, ne? Ja, wenn Leute nicht können und Tickets zu verkaufen haben, ja, warum nicht? Ja, ganz so, eigentlich die letzte Anmeldung. Hat sich das gelohnt? Ja, auf jeden Fall. War eigentlich ausverkauft? Nee, leider nicht. Ja, gut, fürs nächste Jahr dann. Ja, fürs nächste Jahr auf jeden Fall. Oh, gelohnt hat sich, nur viel zu kurz. Und das nächste Mal bitte näher an Hannover dran. Ja, wir Nordlichter, also wir haben es ein bisschen weit. Ja. 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 Hier, Beru, du hast was geleitet. Ich habe geleitet, nämlich Private Eye, ne? Wir haben ja schon ein Video gemacht. Richtig. Aber jetzt so nach allem, ist ja jetzt so kurz vor Ende, dein Resümee für die NerdCon? Schöne Veranstaltung. Man muss vielleicht noch ein bisschen ein paar Dinge anpassen, verändern, aber der Landmann, das ist bei mir bei den Mörzer genauso. Was meinst du denn, was man anpassen müsste? Längere Rundenzeiten. Früher anfangen, nicht so lang irgendwie freies Spiel. Das hat mich gestern meine Runde ein bisschen gekillt. Aha. Weil ich wollte meine Spieler nicht irgendwie durchhetzen. Wir spielen es jetzt online noch fertig. Ja. Immerhin. Und ansonsten finde ich solche Veranstaltungen immer ganz klasse, Leute kennenzulernen, die man bisher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder man hört sie so. Man hat die Möglichkeit, einfach über Leute zu stolpern. Ja, prima. So. Ja, du hattest ja auch leider das Panel in der Mitte, wo wir zwischen den Essenszeiten waren. Ja, ne? Gut, das war ja so von mir gewollt durchaus, ja. Wegen den Lichtzeiten, wobei wir haben dann nachher noch nicht mal mit Charakterbögen großartig gespielt. Ja. Ja, das ist so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht. Wasser, Getränke gingen am Schluss aus, das war auch nicht ganz so prickelnd dann. Ja. Aber das sind Dinge. Man lernt dazu von Veranstaltung zu Veranstaltung. Das ist so aus meinen Erfahrungen, die ich in den vergangenen Jahren, die ich schon auf diesem Planeten wandle, ja, bei diversen Veranstaltungen gemacht habe. Alles klar. Also großes Respekt an die Leute, die es organisiert haben. Großes Respekt an Feder, die in letzter Zeit privat auch sehr busy war und dann trotzdem noch viel Zeit da, denke ich mal, investiert hat. Jo. So meine 5 Minutes. Alles klar. So, wer haben wir denn hier hinten? Wir hier hinten haben den Verifax in Nils. Und? Wie war's? Ich fand die NerdCon geil. Ja. Es war quasi meine erste richtige Con überhaupt im Rollenspielbereich. Ich bin auch erst seit kurzem auf dem Nerdpool dabei. Ja. Und ich muss sagen, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe viele Systeme kennenlernen dürfen. Hast du denn gespielt? Also ich habe auch Private Eye mit Beru gespielt. Ich hatte Shadowrun gestern noch eine Runde gehabt und die erste Runde war Cthulhu gewesen. Und das war bei uns zwar mehr eine Fun-Tulu-Runde, aber es war trotzdem ziemlich cool. Ja. Und es ist einer gestorben. Ja gut, es ist einer gestorben in der Cthulhu-Runde. Aber es war trotzdem ziemlich cool. Ich muss sagen, mit den Leuten, das war super. Verpflegung war auch super. Ja. Auf jeden Fall wieder rund um dabei. Gut, ja? Rund um gut für mich, ja. Also ich bin auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei. Ja, prima. Cool. Und hier hat sich der Enno jetzt hingeschlichen. Hallo Enno. Seit wann habe ich mich geschlichen? Ich sitze schon die ganze Zeit hier. Ja, ich Ausrede, hab ja, Ausrede. Ich wollte jetzt nicht für die Kamera nicht, dass ich meine Unfähigkeit demonstrieren, dass ich dich nicht bemerkt habe. Deswegen. Du hast es auch geleitet, ne? Haben wir ja gerade gehört. Cthulhu? Genau. Fun-Tulu, ja. Fun-Tulu, ja. Und wie war's? Ach, es war ganz nett. Ich hatte eigentlich es war ein okayer Sandbox-Plot, den ich vorbereitet hatte. Aber bei so einem Sandbox-Plot ist es auch nicht schlecht, wenn ich feststellen muss, okay, die springen so sehr auf meine vorgefertigten Charaktere an, dass jeder dieser Charaktere instant erinnerungswürdig wurde. Und wenn das schon so ist und wenn die schon so unglaublichen Spaß beim Roleplay haben, dann
breche ich das nicht ab, dann möchte ich die nicht mit Plot unterbrechen, dann füttere ich die so ein bisschen durch die Runde durch, lasse die Roleplayen und am Ende ist der große Cthulhu aufgetaucht und eine der Spielerinnen hat sich nackt aus dem Kirchturm gestürzt. Was wünscht man sich mehr? Wichtig, dass sie nackt war. Ganz genau, wichtig ist der nackte Teil. Genau, richtig. Und dein allgemeines Fazit zur Con? Ich habe die Con wirklich sehr genossen, es war auch bei mir die allererste Con. Und die Runde Dread gestern, die war super. Die Changeling-Runde mit Feder, ich habe sehr viele erinnerungswürdige Charaktere getroffen und auch einen Charakter, den ich definitiv nochmal irgendwann auspacken möchte, geschaffen. Mhm. Und nämlich Scharlach, den, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Albtraum, Krankheitsfeen, Krankheitsgeister, wie auch immer. Ja, jedenfalls unglaublich schön, hat mir sehr gefallen. Nächstes Jahr wieder. Perfekt. Und hier hinten sitzt Lilio. Frage ich doch Lilio auch nochmal. Du hast eigentlich auch was geleitet. Was hast du geleitet? Genau, ich habe gestern Nachmittag Numenera geleitet. Numenera. Und wie war das? Erstmal bin ich sehr froh, dass mein Semi-Charakter-Erstellungsteil gut funktioniert hat, weil das habe ich sehr spontan gemacht. Aber es hat doch mal ein paar sehr interessante Charaktere mit dabei, die dabei rausgekommen ist, weil ich habe sie halt eigentlich nur so interessante Stichworte picken lassen und daraus, wo haben wir denn ihre Charaktere bekommen. Mhm. Die Runde an sich lief auch sehr interessant. Ich habe es geschafft, an der richtigen Stelle ein wenig Misstrauen zu sehen, war leider ein bisschen zu viel Misstrauen letztendlich, was in so einer leichten Entscheidungsparalyse geändert hat, weswegen alles ein klein wenig eskaliert ist, weil sie sich nicht entscheiden konnten und am Ende eine weltweite Epidemie ausgelöst haben. Oh nein! Wie das halt so passiert. Dann warst du das mit dem TPK. Ich war das mit dem TPK, richtig. Das erste Mal, dass meine Spieler gestorben sind. Ich fühle mich ein klein wenig schlecht deswegen, aber sie haben es selbst auf sich gebracht. Ja. Und wie findest du es als Teil der Nordpol-Orga? Ich fand es, doch, es war ein sehr großer Erfolg meiner Meinung nach. Ich habe eigentlich nur positive Sachen gehört von allen Seiten. Ich habe von sehr vielen Leuten gehört, dass sie auf jeden Fall nochmal kommen würden und sich sehr darauf freuen, wenn wir das nächstes Jahr nochmal machen. Deswegen hoffe auch ich, dass wir das nochmal hinkriegen und nächstes Mal vielleicht mit noch ein paar mehr Leuten. Und ja, cool. Sehr positiv auf jeden Fall. Alles klar. So, jetzt habe ich hier alle durch, glaube ich, die hier so saßen. Hier mal gucken, ob ich noch irgendwo wen finde. Ein bisschen von der Musik weg. Guck mal, hier habe ich noch jemanden, den ich fragen kann. Hallo! Hallo! Na, wie war's? Super. Was hast du gespielt? Ich habe gespielt Spiele, die ich auch noch namentlich kenne. Das war... und dann habe ich noch gespielt, ich habe auf jeden Fall gespielt, Numenera habe ich gespielt, ich habe Cthulhu gespielt, zweimal, ich habe Everyone's John gespielt und, was habe ich denn als erstes gespielt? Kruzifix. Ich habe noch mehr gespielt. Ich habe auch... schon wieder vergessen? Nein, ich habe es natürlich nicht vergessen, ich habe Wechselball bei Feder gespielt. Ah, das war auch sehr, sehr cool. Wie kann man das vergessen? Ja, das ist Schande über mich. Ich bin nicht Harty, ich bin jemand anders. Ja, nee, war auf jeden Fall sehr cool. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Wir wollen auf jeden Fall wiederkommen. Cool, cool. Ja. Und dann Overall-Feedback. Hast du eigentlich alle gekannt hier eigentlich? Nee, nie. Du bist ja noch relativ neu auf dem Pol. Ne? Genau, tatsächlich bin ich erst seit Dezember auf dem Pol. Mhm. Und kannte noch nicht so viel. Also vom Namen her, von den Nix her, ja, schon mal ein paar gelesen. Aber mit den meisten noch nicht so wirklich zu tun gehabt oder gespielt oder sowas. Ich hoffe, das wird sich ändern. Aber ihr seid dann auch gut integriert worden, ne? Ja, auf jeden Fall. Doch. War hier ein gutes Miteinander. Prima. Auf jeden Fall. Cool. War sehr cool. Orga war natürlich auch spitzenmäßig, speziell die von dir natürlich. Oh. Schleimer. Alles klar. Ja. Ich gehe jetzt mal gucken hier, siehst du so ein Orga-Tisch hier. Die sammeln gerade Geld an. Habt ihr schon alles Geld? Nur noch der Mischka muss bezahlen. Der Mischka muss noch bezahlen, Mischka. Die Sau. Was hast du eigentlich gespielt, den ganzen Wochenende über? Wechselbalg am Freitagabend und gestern Abend die D&D 5 Runde. D&D 5? Ja, die ging bis halb drei oder so, ne? Nee, bis kurz vor zwei. Kurz vor zwei. Nicht so weit. Nachdem wir uns dann nach, was waren es, 2,5 Stunden Charakterspiel mal endlich in den Dungeon bewegt haben. Was ist denn dein Fazit so als Orga-Mitglied für die Con?
Also aus reiner Orga-Sicht sehr entspannt. Wirklich sehr entspannt. Location ist sehr, sehr angenehm gewesen. Gab keine Probleme. Sehr einfach von der Handhabung und auch von der An- und Abreise bisher. Spieler, muss ich sagen, ich kannte sie ja alle noch nicht, oder eure Community, finde ich sehr cool. Auch gerade so Aktionen vom Justi, wie fürs Quiz mit den Preisen, fand ich eine sehr, sehr geile Nummer. Ja. Und auch so, vom Spielangebot und von den Leuten an sich sehr überrascht gewesen. Also wie freundlich und direkt man hier miteinander umgeht. Es war nicht so, dass man irgendwo ausgeschlossen wird, nur wenn man jetzt der Außenseiter ist in der ganzen Sache oder sowas. Man wurde einfach empfangen und man hat einen angenommen, man hat miteinander gespielt. Fand ich eine sehr coole Sache. Cool. Ja, schreit auf jeden Fall nach einer neuen Con. Ja, schön. Du warst auch neu? Ich bin komplett neu. Ich kannte so ein paar Leute aus der Orga. Ja. Ich komme halt auch von den Ingonian. Ja. Ich gehöre zu den Leuten, die das Angebot angenommen haben, dass wir vorbeikommen können. Relativ spät tatsächlich. Ich habe mich so ein bisschen hin und her, ob ich wirklich das noch machen will, weil ich ab jetzt ziemlich viele Cons habe im Lab-Bereich. Ja. Ich habe gespielt, jetzt muss ich überlegen, Freitag. Moment, ich bin müde. gestern Abend hatte ich Shadowrun, das kannte ich schon. Gestern Nachmittag hatte ich Private Eye. Ja. Und Freitagabend hatte ich meine Cthulhu-Runde. Die ersten beiden, also. Warst du das, den nackt aus dem Fenster gesprungen ist? Quasi. Ja, okay. Ja, ich habe eben davon gehört, ja. Ich habe leider beim Blick auf Cthulhu selber kritisch gepatzt bin instant wahnsinnig geworden. Und da die Fluten schon sich auf uns zubewegten, war die einzige Möglichkeit, zu meinem Gott zu kommen, durch das Kirchenfenster in die Fluten zu springen. Natürlich, ja. Und overall Feedback, bevor meine Batterie hier stirbt, leider. Ich bin beim nächsten Mal gern wieder dabei, wenn es zeitlich irgendwie funktioniert. Hat sehr viel Spaß gemacht, bin sehr gut auch, wie Mau auch schon sagte, man ist sehr gut aufgenommen worden, doch freue mich schon. Ja, cool, dankeschön. Und dann mache ich jetzt, bevor die Batterie wirklich am Eimer ist, tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, die Batterie kriegt das noch hin. Umbreon. Ja, wir machen es ganz schnell. Fazit. Es war der absolute Wahnsinn. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Leute waren super toll. Wir hatten als Orga den leichtesten Job, den man sich hätte vorstellen können. Bis auf absolute minimalste Kleinigkeiten, die aber nichts mit den Besuchern zu tun haben. Lief alles absolut perfekt. Super Spaß gemacht. Die Leute waren richtig gut drauf. Runden waren gut besucht. Einfach schön. Einfach alles wunderschön. Ich bin super zufrieden damit, wie alles gelaufen ist. Das war ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, hoffe ich auch. Tschüss. Mit uns zur Nerdcon fahren, müssen Nerds mit Würfeln sein. Alle, die mit uns zur Nerdcon fahren, müssen Nerds mit Würfeln sein. Max und Charmander und Chava und Enigmon. Die haben Würfel. Nirun, Corinna und Pio und Umbreon. Die haben Würfel. Ich hab Karten. Spalter! Rebellion! Rebellion! Sind hier irgendwo Umbreoniten? Zum Glück nicht. Einer, schade. Ich glaube, ich war einer. So, Refrain nochmal. Okay. Mit uns zur Nerdcon fahren. Und alle. Müssen Nerds mit Würfeln sein. Mit uns zur Nerdcon fahren. Müssen Nerds mit Würfeln sein. Max und Charmasa und Chava und Enigmon. Die haben Würfel. Verun, Corinna und Pio und Umbreon. Die haben Würfel. Wir wollen jetzt einen Strumpf. Ah! Wir brauchen eine Sammelbox. Die in Eukalyptusbäumen leben, müssen keine Koalas sein. Die Mampfen wollen. Ja, das schmeckt lecker. Yum, yum. Ja, das schmeckt lecker. Ja, das schmeckt lecker. Nehmen wir mit, okay.
mit uns zur Nerdcon fahren. Und alle! Der Nerd mit Würfeln sein. Mit uns zur Nerdcon fahren müssen Nerds mit Würfeln sein. Max und Charmaza und Tava und Enigmon. Die haben Würfel, die haben Würfel. Gerut, Gewinner und Bio und Umbreon. Die haben Würfel, die haben Würfel. Wir wollen jetzt eine Strophe.